Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von DayZ. Heute sind wir wieder im Let's Play unterwegs hier mit den Jungs. Wir waren in den letzten Episoden krass unterwegs auf dem Gefängnis. Wir haben den schwarzen Hai entdeckt, den Truck. Wir haben Action gehabt. Ja, ja, und heute geht's mal Richtung Balota. Alter, wir haben uns in der letzten Folge beinahe selber getötet. Ich liebe die Animation von Bonze. Also auf jeden Fall waren wir krass unterwegs, weil wir nämlich krass unterwegs waren. Ja, auf jeden Fall. Also, aber Walle, so? Ich glaube, der Bonze braucht nur mal mit einem Elektroschock, damit er nur mal ein bisschen voll verstanden ist. Oh, hinter uns, guck mal hier. Mach mal. Boah, Alter, was ist mit dir? Alter. Du brauchst doch nicht direkt so ausflippen. Das war der Renegade, Alter. Sarah Zahn, willst du wissen? Ja, ich will's wissen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DayZ. Wir waren unterwegs. Also, der erzählt so, als überkrasse Action war. Wir waren voll krass unterwegs. Wir schwimmen da eine Stunde. Ja, und wir haben uns gegenseitig umgehauen. Den überkrassen Truck, Mann, den weißen Hai haben wir entdeckt. Alter, Elektroschock in S, das verändert Denkvermögen. Ne? Das ist kein Wunder. Ja, weil das hat man ganz Leben verändert. Bei den Bronze war Action. Okay, wo geht die Reise denn heute an diesem schönen Sonntag? Wir gehen heute nach Balota. Balota, genau. Ich bin immer beim Bronze, was ich beim Bronze immer so liebe, der redet so mit dir, hallo Valentin, wie geht's dir? Und dann auf einmal so, dann sagt der Valentin so, ja Bronze, kannst du Anmoderation machen? Dann sagt der Bronze so, ja mach ich. Dann, 3, 2, 1, dann. Hallo meine lieben Freunde! Das Ding mal, wir haben eine FIFA-Folge aufgenommen, wo Fußball spielen kommt, der Ahoi, ihr Landratten. Ahoi, ihr Landratten. Boah, es ist ja ein Pirat, ey. Der war damals fand ich mal ganz lustig. Karibik. Der macht das ja normalerweise immer nur so bei Singleplayer-LPs. Dann dachte ich mir, so kannst du ja mal bei FIFA machen. Wäre vielleicht mal ganz lustig. Na klar, das Spiel hat so viel mit Piraten zu tun, wie du mit einem guten Schulabschluss. Nee, echt jetzt? Ja, oh, dann ist er selber ganz leise da, ne? Wobei, wenn man bei der Playlist das mit dem Glas man auch keine Hochqualifikation ist. Ja, klar. Das ist Elektroschocker, Leute, ey. Elektroschocker. Das ist so auf die Bildung gekommen der letzten Folge. Oh, Alter, was ist hier los, ey? Oh mein Gott. Ja, wir sind unterwegs nach Balota. Ihr kennt das alles von früher. Balota Epic hat sich aber verändert. Sieht nicht mehr so aus wie damals. Und wir haben ja jetzt hier weniger geschnitten als zuvor. Ich weiß nicht, das ist jetzt eine Session, wenn ich das mal ausprobiere, könnt ihr ja mal Feedback liefern, was ihr mehr mochtet, mit mehr Schnitten drin oder einfach Sachen laufen lassen. Würde mich interessieren, echt cool zu wissen. Eine flotte Schnitte. Und Elektroschocker Dennis ist bestimmt positiv aufgegangen, ja? Ja. Dass du hier noch einen mal reinkriegst. Ich sehe auf einmal den Durchblick. Ja, soll ich dir nochmal einen geben vielleicht, damit du wieder klar denken kannst? Stellt euch mal hier hoch und guckt mal, wie schön das aussieht. Oh. So ein transzendierender Moment. Aber ich muss ganz kurz was zu unserer Verteidigung sagen. Also wir haben sehr, sehr spät schon bei der Aufnahme. Ja. Nach einer bestimmten Zeit setzt das Gehirn eines Playmissive-Mitarbeiters, ich glaube, ab... warum denn eine Verteidigung? 0:30 aus. Hm? 0:30, Alter. Ja, und es startet um... Kein Wunder, dass deine Let's Plays so kacke sind. Ja, aber Dennis, warum denn eine Verteidigung? Spaß, weißt du. Komm, ich streiche dir mal deinen goldenen Metallhelm. Letztes Gold? Ja, du hast wohl Der Elektroschocker. Guck, ich hätte ja so eine Antenne sogar anzuwenden. Drauf. Ich würde dir den... Ja, das sieht komisch aus, dein Helm. Ja, komm, mach einmal so hier. Nippel. Ich halte ihn auch hin. So ein Nippel. Für die Community, die unbedingt wollte, dass der Dennis auch nochmal gegrillt wird. Aber okay. Da ist es so. Bist du rein? Psst. Oh, Alter! Meine, du hast meinen Anus gerade zugeschweißt. Ja, der ging mitten rein, Alter. Ich implodier bald, ey. Oh, so, Gott. Pass mal, Dennis, der Flatulenzen. DayZ Survivor. Okay, komm mal hier, du bist heute. Dennis steht an Flatulenzen. Ich hab vor allem, komm mal hier gesammelt. Komm mal hier. Komm mal rüber. Komm mal hier. Auf den Leuchtturm oder was? Wie nice das ist. Was ich aber richtig krass finde, der Bronze sieht aus wie so ein Terrorist, der gerade die Ukraine übernommen hat. Und läuft mit so einem pinken Rucksack hinten auf dem Rucksack. Ja, so ein Kinderrucksack. Oh ja, da ist die Sprengstoff alle drin, Alter. Wo seid denn ihr? Ja, die kommen schon. Wir sind jetzt hier beim Leuchtturm. Das sieht so nice aus. Männer, folgt mir. Sieht super aus so im Hintergrund, die Insel. Ja, da waren wir. In der letzten Folge sind wir ja rübergeschwommen. Und jetzt sind wir hier am Leuchtturm, haben die Lampen brennen. Ist der Leuchtturm hier neu, Major? Nein. Nee. Ihr müsst hier rechts den Berg lang, Leute, ne?
kleines Foto vom Leuchtturm mit der Insel im Hintergrund. Sieht schön aus. Und dem Dennis davor mit einer Axt. Nein. Doch, Leuchtturm funktioniert. Bleibt stehen. Aber hier ist schon eine gefährliche Zone. Leute, ich habe einen coolen neuen Hut. Er arbeitet übrigens für den TÜV Chandoris. Das ist doch der Cowboy. Ja, ich habe jetzt Auto. Auto? Achtung, okay, denk dran. Ich muss euch informieren, ich habe einen Cowboy-Hut. Zwei Autos, Alter. Nee. Wo? Fahren die Straße entlang. Wie ist die Reifen kaputt? Wo sind die denn? Die fahren die Straße entlang, Leute. Jetzt auf die Reifen schießen? Nee, das schafft man nicht. Das bringt nichts, ne? Gar nicht. Das wäre nur dumm. Ich fang die ab. Nee, warte mal, Dennis, das bringt jetzt nichts. Du könntest die Reifen kaputt schießen, wie gesagt. Niemals treffe ich die. Ja, aber stell dir vor, wir schießen jetzt die, wir treffen die nicht, dann hauen die doch eh ab. Ich fang die ab, Leute, gib mir Deckung. Wo wollen die hin? Hat, die wollen auf die Insel, Leute. Okay, dann lass dann uns die Autos Trucks weg. Warte, ja, lass warten. Wartet im Gebüsch. Ja, wir warten, bis sie wegschwimmen. Dann. Ja, genau. Und dann holen wir uns die Trucks, Alter. Ohne Blut vergießen. Okay, der pass auf, der eine schwimmt. Wobei einer jetzt Gas gibt. Auffällig, Dennis. Nicht zu auffällig. Ja, wenn ich mich jetzt bewege, falle ich jetzt recht auf. Nicht bewegen, Freunde. Stopp. Warte, ich gehe in das Gebüsch. Genau, sucht euch alle im Gebüsch oder sowas. Schön im Gebüsch, genau. Wie geil ist das denn? Schuss auf wen? Von der Insel Mosi-Schuss war das. Alter, dann wär... Ach du Boah, yo, auf der Insel geht's gerade richtig ab. Nee, die Trucks wurden von der Insel ausgeschossen. Echt? Okay. Ja. Boah, ich bin so am Zittern, ey. Boah, jetzt geht's ab. Jetzt geht's los. Ich bleib hier im Gebüsch. Okay, behalte die im Auge, im Auge. Habt ihr den zweiten Truck im Blick? Wieder ich hab alle beide, Ich auch. Okay, die direkt davor. Ich hab hier eine gute Position im Gebüsch, die können mich nicht ausmachen. Der eine bewegt sich noch, der andere steht noch da. Da ist der eine erschossen worden. Der wird beschossen, der checkt das nicht. Der andere hat den Schuss aber auch nicht wahrgenommen. Von der Insel. Ja. Der dreht, ne? Der dreht. Soll ich mir den unten holen? Oh, der steigt aus. Ja, ich könnte auch mit meinem PSO gleich schießen, wenn ihr euch die holen wollt. Ich weiß ja nicht, wie wir jetzt vorgehen. Nee, wir warten noch ab. Okay, der ist ausgestiegen. Es ist nur einer. Ist es nur einer oder sind das ist jetzt gerade einer gewesen. Wenn ihr einen erschießen könnt. Zwei. Aber der ist beim Beifahrersitz ausgestiegen. Warte, Leute, lass die laufen. Also der Typ wird mega beschossen gerade. Der andere Truck bewegt sich gerade wieder ein bisschen. Ja, ja. Der rennt zum anderen Truck. Ja, soll ich auch. Der andere Truck fährt weiter. Ja, ja, da saß noch jemand drin. Der dreht. Oh, der will da, glaube ich, was. Der fährt zu uns hoch. Warte. Der will den da parken. Oder? Was? Versucht er gerade den Hügel hochzufahren? Er versucht zu drehen, Leute. Wir müssen uns den holen. Einer ist am Truck und steht da. Ich könnte jetzt auf die schießen, Leute. Ja, ich auch. Der andere Truck müsste den anderen Truck aber auch holen. Dann hätten Entscheid wir genau du, vier, Major. Vier Plätze. Er will da reingehen. Und die steigen aus, Leute. Wir müssen. Warte mal, der andere wird auch gleich wieder aussteigen. Ja, die parken jetzt da, Leute. Die gucken jetzt, weil die, ich denke mal, die haben die Schüsse auch gehört. Die wollen jetzt gucken, was da abgeht. Wir können jetzt von hinten mega holen, ne? Ja, das ist. Ja, wir müssen eigentlich näher ran, Leute. Der Jäger muss geduldig sein. Wer hat geschossen? Ja, das waren die schießen, die sind am Truck, alle am Truck, hinter dem Truck. Wir können die das von sind hinten. Vier Leute wegziehen. Insgesamt, Leute. Einer ist tot. Alter. Oder? Nee, die sind zusammen. Vorsicht, alle. Curry, Vorsicht. Ich könnte mich anschleichen und die Sneaky Beaky wegholen von denen. Die sehen uns nicht. Ja, siehst du, die sind jetzt auf die anderen konzentriert. Die sind voll konzentriert auf die anderen. Dennis, wenn du runtergehen könntest zum Busch und dann schießen wir alle auf Kommando. Ja. Und dann ballern wir einfach alle drauf. Lass uns aber alle in Position gehen. Wer hat geschossen? Ich schieße. Ist das dein Ernst gerade? Echt? Ja, weil das richtig ist. Jetzt müssen wir schnell machen, Leute. Wir müssen schnell machen. Muss man sich halt ändern. Die schießen jetzt drauf. Wir müssen halt reagieren. Ich gehe hinzu, Leute. Ich probiere runter zur Straße zu kommen, auch ins Gebüsch. Ja, ich komme mit. Scheiße, ich bin voll lahm. Major, guck mal. Seitlich laufen. Nee. Warte, Dennis, warte. Nein, ich warte, Mann. Wenn die sich umdrehen, ist vorbei. Warte. Nee, die drehen sich nicht um. Der dreht sich um. Wer hat geschossen? Die schießen, einer haut ab. Nach rechts. Runter. Jetzt müssen wir angreifen. Jetzt müssen wir wirklich angreifen, Leute. Ich krieg sie niemals. Warte, Major, warte. Oh, der eine rennt rechts weg, Leute. Er will euch flankieren, oder was macht er da? Nee, er positioniert sich um. Ja, die haben uns nicht gesehen. Lass den mal, den Typen alleine. Wir können uns jetzt um die anderen beiden kümmern. Okay, ich bin im Frontgebüsch, ganz vorne. Da ist noch einer im Truck, Alter. Sarah, pass auf, Mann. Pass auf. Ja. Okay. Ich hab den Typen gesehen, der kommt zurück, Leute. Der ganz rechts war. Bin hier mit dem Curry. Ja, Gott, komm, Curry, ist kein gutes Omen. Ich bewegen, Jungs. Egal. Die sehen näher ins Gebüsch, oder? Komm näher ins Gebüsch. Ja, der Typ ist an den Eisenbahnschienen jetzt. Ja, der ist direkt vor mir. Die hauen ab, Leute. Haben wir alles mega verpasst. Wir müssen eigentlich. Warte, wir können die noch erwischen. Der Truck fährt direkt neben mir, Leute. Ja? Ja, Reifen kaputt. Drauf. Schieß. Wie ist auf.
Truck. Okay, ich muss nachladen. Eine fährt weg. Ich hab einfach auf den Truck geballert ohne. Greifen, Leute. Schau mal den anderen. Ich auch. Okay, drauf. Jetzt hin. Steigt der andere raus? Ihr könnt ihn rausschießen, Leute, ne? Schießt ihn raus. Der überfährt dich, geht. Oh, ich hab meinen erwischt. Der überfährt mich. Nein! Keine Munition, das war mehr, knapp. Leute. Boah, das war knapp. Oh, jetzt kommt er zu mir. Wow. Weg, zurück den Hügel hoch, da kommt er nicht hoch. Weg da. Mit dem zweiten? Ich schieß auf die Reifen, warte mal. Kann man die Reifen aufpassen? Warum treffen wir den Bastard nicht? Das kann Alter, nicht sein. Nicht den Hügel hoch. Wo ist der zweite Truck? Der ist rechts, der steht an der Straße. Alter, das kann doch nicht sein, dass wir den nicht kriegen. Ich muss nachladen. Wir müssen auf die Vorderscheibe schießen, Leute, auf die Vorderscheibe. Muni ist alle. Dennis, rechts von dir ist der andere Truck, wir müssen den im Auge behalten. Muni ist alle, keine Muni mehr. Alter, der kommt weg, das gibt's nicht. Niemals! Wir haben zu lange gewartet, glaube ich. Ja, wir hätten uns. Ja, wir waren eigentlich gut positioniert. Dann noch als alle draußen waren, hätten wir schießen müssen. Jetzt alle drei nebeneinander saßen. Rechts von uns ist noch der andere Truck, der steht da einfach. Lass da hin, komm. Ja, ihr habt Muni, ne? Ich bin. Ich kann nichts machen. Ich hab Muni, ja. Ja, aber die werden jetzt ja auch aussteigen, Leute, ne? Ja, der steht da einfach so, der wird auch schon ausgestiegen sein. Denkst du, der andere Truck, der haut jetzt ab? Der fährt jetzt weiter. Die sind ausgestiegen, die sind bestimmt im Gebüsch, Dennis, pass auf. Links, ist da jemand? An den Rails? Oh Gott, das ist mega spannend, ey. Ich bin auf jeden Fall am Arsch. Ich hab echt drauf geschossen ohne Ende. Hast du nicht noch eine Pistole? Ich hab nichts getroffen, Alter. Hat jemand noch M5-Munition? Nee. Nee, 9mm kommt da rein. Okay, sollen wir da hin zu dem Truck? Ich gehe nicht vor, das wäre, glaube ich, fatal. Ich wäre beinahe überfahren worden. Ist denn da einer ausgestiegen? Hat das denn einer gesehen von euch? Ja, muss ja einer drin sein. Klar, da muss ja einer ausgestiegen sein. Wer ist so offensiv gerade? Ich bin ganz vorne im Gebüsch. Hä, ist der ausgestiegen? Weil die rechte Tür ist halt auf, ne? Ja, dann ist er ausgestiegen, ja. Ich bin ganz hinten im Gebüsch. Ja, aber dann müsste er doch hier theoretisch den Berg hochgegangen sein, oder nicht? Die anderen könnten uns von hinten überraschen, ne? Das wäre fatal. Ja, wir sollten hier eigentlich. Okay, aber den Berg hoch sind wir so langsam. Wir sollten den Truck. Ich würde aber trotzdem, Major, dass du mit aufrückst und guckst und Curry auch und. Ja, wir müssen auch echt gucken, dass der andere. Den Truck, ja, aber das kann ja nicht sein, dass wir uns jetzt von den anderen da flankieren lassen, ne? Die werden. Boah, das war aber trotzdem eine gute Action, Alter. Das war eine spannende Situation, aber wir haben es leider nicht hinbekommen. Schade, ne? Hätten wir die jetzt übernommen? Und dann ist noch der Typ hinten mit der Moose, den wir völlig außer Acht lassen. Warte mal, einer liegt doch neben dem Truck. Da liegt doch einer tot. Soll ich da vielleicht hingehen? Haben wir den getroffen. Vielleicht ist der umgekippt. Weil wir haben ja echt auf den Truck draufgeholzt. Einer liegt da auf jeden Fall. Hey, Curry, gib mir mal Deckung. Ey, deswegen ist er sein Kollege. Da muss noch einer sein. Ja, pass auf. Also ich würde da nicht hinlaufen. Du weißt nicht, ob das jemand... Ich hab sowieso keine Waffe, Mann. Weil wenn du das Risiko eingehen willst, dann covert mich doch. Ja, Moment, ich hole mir einen guten Punkt. Ich bin hier beim... Ich bin hinter dir, nicht erschrecken, ne? Okay, ja, dann haben wir den bestimmt erwischt soweit, weil wir den, ich meine, wir haben doch echt draufgeknallt, was ging, ne? Ich cover schon von hier oben. Ich komm mit unter. Okay, pass auf, ich hab die Leiche voll im Blick. Boah, der zittert voll, mein Charakter. Lauf zu Leiche. Der bleibt da nicht lang. Der müsste tot sein, ja. Renn ein bisschen zickzack, nicht stehen bleiben. Hat deine Waffe, Leute? Zickzack weiter. Fährt der Truck Munition und Waffe raus, nimm alles raus. Pass auf den Typen, der hat sowieso nix. Weil, Was? Truck brennt. Raus. Truck raus. Brennt? Der hat brennt. Hä? Der hat gerade gebrannt, der Truck, ohne Scheiß. Der Truck rollt. Quatsch, Dennis, das kann nicht sein. Alter, der Truck hat gebrannt. Nein. Der hat auch keine Räder mehr bei mir. Bei mir nicht. Ja, wir sind halt also bei ein mir bisschen ist der weiter ganz weg. Normal. Deswegen sieht das so aus. Wenn wir näher rankommen, dann hat der die auch nicht mehr bei uns. Okay, das war nur ein Typ, aber ist ja nicht der andere wieder ein. Nee. Da waren vier. Lute mal seine Munition ganz schnell. Und die anderen kommen jetzt von hinten, Alter. Die kommen jetzt hier alle von der Seite, ne? Oder von oben. Dann haben wir den tatsächlich noch erwischt, oder war das der Sniper? Schüsse wieder von der Insel. Ja, von der Insel. Nein, guck mal, Leute, hört mal zu. Einer war da noch im Truck drin, der ist hier in der Nähe. Mhm. Kann ich euch versichern. Und die anderen beiden, die versuchen uns gerade zu flankieren. Ja, klar, wir müssen jetzt uns zurückziehen auch. Von hinten, ne? Eigentlich nichts, müssen wir runtergehen und dann die Straße hoch, oder? Richtung Balota, dann in diese Richtung verschwinden, oder? Ich hab seine Shotgun. Weil die kommen ja von oben. Lass uns die kommen auf den Hügel treffen, nochmal. Ja, kommt hoch. Komm, Dennis, scheiß auf den Kram, wir haben genug zu essen. Ich hab nur seine Shotgun genommen, damit ich mich wieder verteidigen kann. Okay, dann treffen wir uns alle beim Leuchtturm. Leute, ihr müsst mich ein bisschen covern jetzt gerade, weil guck mal, wie ich geb dir mal, du hast absolut recht. Bin bei dir. Hast du deine MP5K noch mitgenommen, Dennis? Nee, die liegt da noch. Du kannst sie in den Rucksack packen. Ja, scheiß auf die, Alter, ohne Scheiß, Major. Ich wollte jetzt einfach nur schnell weg da, weil der Truck auch... Rennt hoch, Jungs, kommt. Ja, hochrennen geht leider nicht. Das Problem.
Problem ist, ich frage mich, warum... Wir wechseln uns ab. Die Insel im Blick behalten. Puh, das war aber jetzt echt Action, so. Wir haben jetzt einen Feind im... Nacken. Ja, im Nacken, das ist... Ja, ich weiß, wir wissen es nicht. Sind die abgehauen oder kommen die zurück? Ich meine, wir haben denen auf jeden Fall einen Schock eingereicht. Die wurden von zwei Fronten halt in die Mangel genommen. Einmal von dem Scharfschützen auf der Insel und einmal von uns von hinten, ne? Ja, dass der eine tot jetzt Alter, ist, wie der mich überfahren wollte. Ja, der wollte uns alle überfahren. Hätte es sogar fast geschafft. Wir hätten die, glaube ich, in dem Moment angreifen müssen, wo die mit den Mosin-Schützen beschäftigt waren. Ja, das hätten wir auch geschafft, aber das Problem war, dass wir so langsam nur den Berg herunterkamen. Mhm. Genau. Mhm. Das war das Ding. Und ich konnte nicht anvisieren, alle noch das zu hätte weit nichts weg. Gebracht. Ich war selbst für die Situation mit einer SKS ohne Visier irgendwas zu weit weg. Ja, das Problem ist, ich hätte den ja mit einem Schuss mit der Mosin, den einen hätte ich ja töten können. Das wäre halt was ein Überfall, ne? Ich meine, wir waren jetzt Banditen, ne, ganz klar. Aber die waren halt auch im Gefecht verwickelt. Wäre geil gewesen, wäre der Mosin-Typ nicht da gewesen, wir wären rübergesprungen und wir hätten uns die Trucks einfach gestohlen. Okay, Dennis, was hast du für eine Waffe? Eine Shotgun. Ich hab Munition für dich gefunden. Ich hab eine LZH-43 Shotgun. Ja, ich hab für aber dich das kannst du halt nicht planen, ne? Also, nee, klar. Das wäre jetzt natürlich auch cool gewesen, wenn wir dann die beiden Trucks dann hätten stibitzen können, mega. Aber gut. Ja, der eine ist auf jeden Fall ein bisschen Action. Dann hätten wir, wären wir so schnell hin und her gekommen, ne? Weil wir hätten, glaube ich, sind doch vier Leute, oder sind wir fünf? Fünf. Wir sind fünf, ja. Geräte laufen müssen. Kein Problem. Nein, ich bin am Leuchtturm. Ich bin beim Leuchtturm. Bei mir auf dem Schoß. Ich am Leuchtturm, Alter. Ja, ich komm auf. Vorsichtig, ne? Also ja, wir dürfen uns jetzt nicht hier so lange aufhalten. Ich denke mal, also das Ding ist, sie haben wahrscheinlich auch gesehen. Aber das Gesicht von denen hätte ich mal gern Gesicht so, gesehen, weißt du? Die ballern da, auf einmal kommen welche noch von hinten, so, weißt du? Ja, die haben wahrscheinlich gedacht, wir geben dem Mosin-Schützen drüben Backup, dass wir zusammengehören oder so. Ja, ja, vielleicht geile Falle eigentlich. Ja, deswegen, ne? Denke ich auch nicht, dass sie vielleicht doch nicht zurückkommen, weil die haben ja gesehen, dass wir in Überzahl sind. Bleib mal stehen, Dennis, hier, nimm deine Schuhe. Ja, und die haben einen verloren. Wer weiß, wir haben ja schon draufgeholt. Vielleicht ging da ein Streifschuss irgendwie rein, bam, tot. Weiter gerollt. Ja, der muss ja schon durch unsere Kugeln gestorben sein, oder? Ja, oder? Eigentlich schon. Durch also Feuer? Keine Ahnung. Dass der Mosin. Oder wir haben das Auto so weit erwischt, dass er echt verbrannt ist im Wagen. Boah, also nee, der Wagen der ist ja war funktionstüchtig, als ich drin saß. Aber dann wollte ich fahren, dann hat er auf einmal gefangen, Feuer zu fangen. Okay, Leute, los. Go, go. Wie auch immer jetzt. Ja. Habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen, weil ihr zu weit weg wart oder so. Keine Ahnung, was bei der ist. Augen offen halten. Die anderen werden nicht abziehen. Die werden 100 pro sneaky-weaky-like hier hinkommen. Ja, am besten von dieser Richtung, wo wir jetzt hinlaufen, ne? Das wäre ja am schlauesten dann von hinten oben. Ja. Stimmt, ja. Das waren aber auch Noobies, ne? Also der Typ hatte keine geile Ausrüstung. Hallo? Und der hat eine Shotgun. Na gut, aber das heißt ja nicht. Ich wollte gerade sagen. Oh, okay, sorry, dann nehme ich das zurück. Weil der Typ, der, wo ich meine Waffe her habe, hat halt nur die Shotgun gehabt. Ne? Beim Mosin im Nahkampf, wenn du halt nicht der übelste Pro-Skiller bist, wie es viele behaupten, immer von sich, dann, Aber was wir für ein Glück hatten überhaupt, in der letzten Folge noch voll den Mist da gemacht, direkt um die Ecke. Ja, und dann kommt da plötzlich ein Truck. Ich stell mal vor, das wäre ein bisschen früher passiert, ey. Denn aber man sieht, die Trucks sind sehr auffällig. Ja, natürlich, die hörst du über 20.000 Kilometer. Ja. Mhm. Bonzo, wo gehst du hin? Das Problem, es kann ja auch wie Straße spotten. Balle gesagt hat, dass die sich mega auf einmal, dass die unter Schock waren, weil die haben, glaube ich, nicht mit Schüssen von hinten gerechnet. Weil die haben ja, und da kamen ja auch mal drei, vier Leute raus. Ja. Die haben ja sich komplett auf die Insel konzentriert. Aber ich frage mich, ob die vorher wussten, dass auf der Insel einer ist. Weil die sind bewusst dahin gefahren, haben Truck so geparkt, dass sie den Truck als Deckung haben. Genau. Ja, aber das haben die erst gemacht, nachdem wir auch den Schuss gehört haben, ja, Major. Ja. Ja, also ich glaube, sie wollten einfach hier rüberfahren und dann rüber zur Insel. Glaube ich auch. Ja, looten und dann wieder herkommen wahrscheinlich. Ja. Vielleicht hätte einer sonst noch Wache gehalten oder so. Aber den hätten wir ganz schnell wegsnipen können, ne? Stimmt, ja. Oh Mann, das war auf jeden Fall eine echt spannende Folge. Ja. Mit einer echten gefährlichen Manöver. Haben wir noch alle zusammen? Ach, okay. Alle leben noch. Ja, normalerweise ist es ja eigentlich immer in Daisy so, dass man halt abwarten sollte und Geduld haben sollte. Ey, die haben halt schnell reagiert. Ey, hätten die da eine Minute länger draufgeballert, hätten wir die Folge gehabt. Weißt du, du kannst halt nicht, das sind halt Menschen. Eben. So, du kannst halt nicht einschätzen. An manchen Stellen sollte man doch schneller reagieren können. Ja, aber wir hätten halt auch auf die Reichweite draufgeholzt und nichts getroffen. Das rechts ist, höre ich ein Auto. Okay, ab in die Gebüsche. Leute, ihr wisst, was das heißt. Ne? Okay, das heißt Folgenende und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode von Let's Play DayZ. Spannend bleibt's. Bis dann, ciao.